Was müssen Sie bei Sonnensegeln im Herbst und Winter bedenken? Die Sonnensegel müssen Sie abnehmen oder aufrollen. Bevor Sie das jedoch tun, müssen die Segel von grobem Schmutz und Vogelkot befreit werden oder bei starken Verschmutzungen sollten Sie das Segel komplett reinigen. Wichtig dabei ist, dass das Segel danach gründlich trocknet. Denn erst im trockenen Zustand können Sie dann das Segel abnehmen, zusammenfalten und in einem trockenen und luftigen Platz einlagern oder bei den aufrollbaren Systemen das Segel mit einer Persenning überziehen. Bewahren Sie also Ihr Segel vor Beschädigungen durch Sturm- und Schneelasten und vor unnötigen Stockflecken und Schimmel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten Ihnen weiterhelfen. Falls Sie Fragen haben, kommentieren Sie hier in YouTube unter diesem Video oder schreiben Sie uns an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Für mehr Tipps, Tricks und Anleitungen abonnieren Sie einfach mit einem Klick unseren YouTube-Kanal.